Ja, es war im Prinzip nicht wirklich so geplant. Ich habe meine aktive Karriere in Rostock beendet und habe dann ein Jahr wirklich Pause gemacht. War dann Spieler in Wasserburg und danach wurde mein Onkel, der ja das Amt innehatte als Trainer, wurde krank, sehr krank und ich bin dann tatsächlich eingesprungen und ich habe es bisher noch nicht bereut. Ja, super schön und auch wirklich spannend, weil als Spieler machst du dir natürlich nicht so viele Gedanken als wie als Trainer dann. Es war sehr, sehr spannend für mich und sehr, sehr lehrreich auch die ersten Schritte zu machen, aber es wurde immer besser, es wurde immer sicherer. Ich habe mir natürlich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie macht man ein ordentliches Training. Dann habe ich meine Trainerscheine peu à peu gemacht. Und letztendlich, ja, kann man immer noch dazulernen und wird auch immer weiter probiert und ja, fortgebildet. Ja, ich muss eins dazu sagen. Erstmal hätte ich mir tatsächlich noch vorstellen können, auch sehr, sehr lang in Wasserburg Trainer zu werden, weil ich wirklich einen super Draht zur Mannschaft hatte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir waren extrem erfolgreich. Dann kam das Angebot im Winter von Wacker eben. Und ich habe dann für mich gemerkt, das ist vielleicht so der nächste Schritt auch, um mich selber auch weiterzuentwickeln als Trainer. Und dementsprechend habe ich das dann auch genutzt. Ja, ich finde, der Verein ist sehr gut geführt. Tatsächlich war es so, dass der Break mit der Corona-Pause extrem ungünstig war für uns, fand ich, weil wir hatten eine sehr gute Vorbereitung aus meiner Sicht, hat sich dann bestätigt mit dem Auswärtssieg in Aschaffenburg. Und wir hätten sehr, sehr gerne weitergemacht. Und jetzt ist die Situation so, dass sich natürlich die Mannschaft grundlegend verändert hat. Wir hatten einige Abgänge, haben jetzt ein paar Jungs dazu bekommen und jetzt muss man sich erst wieder neu finden. Und im Prinzip beginnt das Ganze wieder bei Null. Ja, jetzt gilt es halt erstmal eine Mannschaft wieder zu formen und dann auch wirklich schauen, dass wir Stabilität reinkriegen. Klar, die Liga wird fortgesetzt bei uns. Sie ist ja noch nicht wirklich entschieden, auch nach unten hin noch nicht. Da müssen wir schon schauen, dass wir da Abstand gewinnen weiterhin. Der Ligapokal wird mit Sicherheit interessant, weil es auch sehr viele Derbys gibt für uns. Und natürlich für die anderen Mannschaften auch. Und ich denke, für die Fans kann das wirklich eine gute Sache werden, sofern auch wieder Fans erlaubt sind, was ich natürlich sehr, sehr hoffe. Ja, es waren sehr, sehr viele Eindrücke von den ganzen Vereinen. Zuletzt, wie gesagt, noch Rostock, was auch von den Fans sehr extrem war. Ich hatte die längste Zeit als Profi in Fürth. Und insgesamt muss ich sagen, war es ein Auf und Ab bei jedem Verein. Also ich hatte in jedem Verein wirklich sehr, sehr gute Zeiten und auch teilweise richtig schlechte. Ja, wenn ich dann Rostock denke, dass du teilweise mit Steinen beworfen wurdest nach Spielen, das waren jetzt nicht so schöne Einblicke, aber war auch prägend irgendwo. Ja, sehr viele auch. Wir haben ja nicht unerfolgreich gespielt in den Stationen, vor allem in Fürth dann auch, sind, glaube ich mal, in Bayern im Viertelfinale, glaube ich, im DFB-Pokal damals gescheitert. Das waren wirklich so Ereignisse, wo man auch Stück für Stück weitergekommen ist mit Augsburg. Der Aufstieg in die zweite Liga war eine super Geschichte. Das erste Jahr in Augsburg war super, vor ausverkauftem Haus in der Arena zu spielen, gegen 60 dann zu gewinnen, sich selber auch noch ein Tor geschossen, war echt so ein Highlight in der Karriere. Und ansonsten natürlich die ganzen Spiele vor großen Kulissen fand ich immer super, ob in Köln oder ja, solche Stadien, das nimmt man gerne mit.
technisch gut, gute Spielübersicht. Ich denke, ich habe auch mal das ein oder andere Überraschende gemacht. Also schon ja, eine gewisse Kreativität auf den Platz gebracht. Ich glaube, das Kopfballspiel hätte man definitiv verbessern können. Also vor allem in der Offensive. Offensiv-Kopfball war jetzt nicht so meine Stärke. Aber ja, man kann nicht alles können. Es hilft schon, definitiv, weil du einfach so viele Trainer auch mitbekommen hast. Aber es ist definitiv nicht gesagt, dass ein guter Spieler auch ein guter Trainer wird oder ist. Ich denke, da gehört einfach viel, viel mehr dazu. Man muss sich da auch entwickeln, genauso wie der Spieler auch. Das versuche ich und gebe mein Bestes. Ja, für mich persönlich natürlich die Weiterentwicklung als Trainer, weil mir macht es unglaublich viel Spaß. Ich denke, ich kann es auch ganz gut und bin aber noch nicht am Ende, das weiß ich auch. Und das ist so ein persönliches Ziel. Und dann natürlich mit der Mannschaft einfach ja, den nächsten Schritt auch zu machen. Ich denke, wir können noch viel, viel mehr rausholen, also jeden Einzelnen. Und ich glaube, dann wird die Mannschaft auch irgendwo am Ende des Tages erfolgreich.